Bundesreferat. Ja, ich freue mich schon auf die Österreicher Witze dann in der Diskussion und im Anschluss. Machen wir wieder Pause. Gut. Das Wirtschaftsblatt interviewte vor einigen Jahren den Seilbahnsprecher, einen österreichischen Seilbahnsprecher und Tourismuspolitiker Franz Hörl und stellte ihm die Frage, naturnaher oder sanfter Tourismus ginge doch auch, oder? Die Antwort von Franz Hörl können Sie an der Wand lesen. Er hat gesagt, naja, sanfter Tourismus ist für mich oft eine Drohung. Das Zillertal hat seit 1990 eine Nächtigungssteigerung von 18,3%. Die Nationalparkregion Hohe Tauern in Osttirol hat mit sanftem Tourismus einen Rückgang um 26,3%. Darum ist es richtig, dass die Landespolitik jetzt Unterstützung für die Skigebietsverbindung Kals-Matrei gibt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir sanften Tourismus als ein bisschen Tourismus verstehen, dann ist es in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem wir uns im Tourismus, im alpinen Tourismus bewegen. Das zeigt ja immer auch der Vergleich zwischen Österreich und der Schweiz, nicht nur beim Skifahren, sondern natürlich auch im Tourismus, dass sanfter Tourismus halt eben nichts funktioniert. Und ich möchte meinen Vortrag beginnen mit zwei Botschaften. Die erste Botschaft lautet, der sanfte Tourismus ist tot. Und die zweite, lang lebe der naturnahe Qualitätstourismus. Und damit möchte ich Sie gleichzeitig einladen und herzlich willkommen heißen im Tiroler Lechtal und einladen, mit mir ein wenig zu wandern am Lechweg, einem Beispiel eben für naturnahen Tourismus in Österreich. Das Lechtal ist ja auch eine Pilotregion. Wir durften ja mitarbeiten bei der Entwicklung von Qualitätskriterien und ich möchte jetzt speziell anhand des Lechwegs auch eingehen auf diese Qualitätsaspekte, im Speziellen was die Angebotsentwicklung betrifft und die Mobilität. Und im Anschluss habe ich ein paar Fragen auch mitgebracht, die die Diskussion zu diesem Thema auch ein bisschen in Schwung bringen sollen. Zunächst einmal der Lechweg. Was steckt dahinter? Kurz einmal ein paar Daten und Fakten. Der Lechweg ist ein Weitwanderweg von der Quelle des Lech bis zum Lechfall, also im großen Wasserfall in der Nähe von Füssen. Er geht also praktisch vom Arlberggebiet bis ins Alpenvorland. Er erschließt den Naturpark Tiroler Lech. Er begleitet also praktisch den Lech von der Entstehung, also praktisch ja, von den Quellaustritten über den kleinen Bach bis hin zum breiten Wildfluss und letztendlich dann bis zum Bereich der Adoleszenz bis zur Seneszenz, wenn man so will. Also praktisch, wenn er dann nur mal von einer Staustufe zur anderen sich bewegt, dann im bayerischen Abschnitt. Ja, er steht für leichtes Weitwandern in den Alpen, geht also von 1800 Metern Seehöhe als Quellgebiet bis ca. 800 Meter Seehöhe, also praktisch man macht netto 1000 Höhenmeter nach unten. Es geht natürlich immer wieder mal bergauf und bergab, aber es geht, wie gesagt, im Fluss entlang nach unten. Also 90% der Wanderer gehen eben von der Quelle bis zum Fall. Es gibt auch ein paar, die machen sozusagen, die schwimmen gegen den Strom, wenn man so will, gehen zurück zum Ursprung. Hat ja letztendlich auch Charme, aber die Masse geht sozusagen, folgt dem Strom des Flusses. Der Lechweg steht auch für, danke für den hervorragenden Vortrag, er hat mir wirklich aus der Seele gesprochen, für Komplexität in der Destinationsentwicklung, für Steuerungsprobleme, die wir natürlich auch bei so einem Produkt gehabt haben. Wir haben es zu tun mit 5 Tourismusorganisationen und 2 starken Marken, nämlich Lech am Arlberg und Füssen im Allgäu mit den Königsschlössern. 4 unterschiedliche Positionierungen zunächst vom alpinen Skitourismus in Lech am Arlberg bzw. auch in Wart. Dann zum Lechtal, zum Tiroler Lechtal, das sehr stark auch im Kontext oder im Bereich naturnaher Tourismus positioniert ist oder sich verstärkt zu positionieren versucht.
Der ganze Raum Reutte hat wieder sehr starke urbane oder sagen wir mal, Geschäftstourismus-Ausrichtung und dann kommt Füssen im Allgäu. Füssen steht für Romantik, für tausende Chinesen und Japaner. Also wir haben also sehr unterschiedliche Ausgangspositionen gehabt. Wir haben auch unterschiedliche Strukturmodelle im Tourismus. Es gibt eine GmbH, das ist die Lechzürs Tourismus GmbH. Dann gibt es einen kommunalen Tourismus in Wart. Dann gibt es die Tourismusverbände im Bundesland Tirol. Das sind Körperschaften öffentlichen Rechts. Und dann gibt es in Bayern wieder ein Kommunalunternehmen, Füssen Tourismus und Marketing. Ja. Es sind zwei Staaten, drei Bundesländer, 20 Gemeinden und jede Menge Komplexität. Und diese Komplexität in den Griff zu bekommen und zu steuern, ist nicht immer ganz einfach. Und das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, hat auch sehr viel dann auch mit der Produktentwicklung, vor allem dann aber auch mit der Produktpflege zu tun. Es braucht bei so einem komplexen Produkt immer ein entsprechend professionell agierendes Produktmanagement. Und das Produktmanagement ist letztendlich auch ein Garant dafür, einer der Garanten dafür, für die Nachhaltigkeit. Denn es wäre zu kurz gegriffen, einmal einen Wanderweg zu entwickeln, ihn auszuschildern und dann sozusagen das ganze Thema sich selbst zu überlassen. Zur Angebotsentwicklung. Die zentrale Frage, die über diese Angebotsentwicklung steht, auch im Kontext des Projekts hier an der Hochschule, lautet: Unsere Region verfolgt eine professionelle Angebotsentwicklung von attraktiven und marktfähigen naturnahen Produkten, sodass die naturnahen Angebote und Aktivitäten einen wesentlichen und gut sichtbaren Bestandteil unseres Gesamtangebots darstellen. Die Partizipation der Bevölkerung ist uns wichtig. Heruntergebrochen dann auf die Angebotsentwicklung stellen sich dann mehrere Detailfragen. Also praktisch gibt es eine professionelle Angebotsentwicklung. Nimmt man auch besonders Rücksicht auf die Umwelt und die Natur bei der Angebotsentwicklung? Fördert man die naturverträgliche Infrastruktur? Hat das Ganze auch einen hohen Naturerlebniswert und eine Naturerlebnisqualität? Und steht das Entdecken und Erfahren der eigenen Kräfte, der eigenen Körperkräfte bei diesen ganzen Angeboten im Vordergrund? Ich versuche das jetzt anhand des Lechwegs ein bisschen zu erläutern, wie wir das sozusagen dann heruntergebrochen haben und überführt haben in ein ganz konkretes Angebot. Am Beginn der Angebotsentwicklung steht immer und muss immer stehen die Marke. Also was ist das Leistungsversprechen und wie überführe ich das Leistungsversprechen dann in ganz konkrete Angebote? Wir hatten 2008 einen sehr intensiven Markenbildungsprozess, zunächst einmal mit zwei Tourismusverbänden auf der Tiroler Seite, Naturpark Region Reutte und Lechtal, in Zusammenarbeit mit dem Naturpark. Das Regionalmanagement hat diesen Prozess angestoßen und hat ihn auch begleitet, moderiert. Und Sie finden jetzt da auf der Folie das Ergebnis. Die Markenarchitektur, wenn man so will. Die Kernbotschaft ist, wir wollen mit dem Angebot im Naturpark oder in der Naturparkregion die Menschen dazu anleiten, sich wiederzufinden. Also praktisch wieder zur Ruhe zu kommen, eine Auszeit zu nehmen und sich zu erholen in dieser einzigartigen Natur. Durch Kraft, also sprich die eigenen Körperkräfte wieder zu entdecken, also Bewegung in der Natur, Wandern, Radfahren und anderes mehr, auch nicht alleine, sondern in der Begegnung auch mit den Einheimischen beziehungsweise auch mit Freunden, Partner, Partnerin, also gemeinsam in der Beziehung und in einer entschleunigten Art und Weise. Wenn man so will, ist also praktisch diese Region auch eine AAA-Region, die also praktisch steht für Anti-Adrenalin-Area oder so ähnlich. Also es geht um das Entschleunigen. Und wir sind oft auch im Kontext des Lechwegs angesprochen worden von Eventagenturen, und die uns unbedingt weismachen wollten, dass man mit einem Dreifachmarathon doch dieses Produkt wahnsinnig toll in die Medien bekommen könnte, weil das sind 125 Kilometer, 126 Kilometer wäre sozusagen die dreifache Marathondistanz. So Ultramarathon, das gibt es ja nirgends und das wäre richtig bärig. Und da kommen wir mal alle Medien und sagen, entschleunigen ist das Thema und nicht rennen. Die Landschaft und die Natur ist viel zu attraktiv, als dass man da sozusagen möglichst schnell durchrennt. Also auch wenn es spektakulär wäre, passt nicht zur Marke, tut uns leid, wird nicht unterstützt, wird sogar verhindert, wenn es irgendwie geht. Aber da sind wir wieder bei dem Steuerungsproblem.
alles kann man nicht verhindern. Und dieses ganze Konstrukt ruht eben, wie gesagt, auf einem Fundament. Das ist der Naturpark Tiroler Lech, der Verordnete, das Schutzgebiet. Und die gesamte Region definiert sich als Naturpark Region Lechtal-Reute. Der Destinationsmanager weiß wahrscheinlich, was bei so einem Konstrukt in der Außenwahrnehmung übrig bleibt. Die Leute machen es sich im Grunde genommen eigentlich immer recht einfach. Es bleibt Lechtal übrig. Das ist das, was die Menschen im Kopf behalten. Damit haben die Reuter noch ein bisschen ein Problem. Das ist auch etwas, mit dem wir uns jetzt intensiv auch beschäftigen müssen. In der Innenwahrnehmung und sozusagen, was die Identität betrifft, braucht es unbedingt diese zwei, weil die sind halt, sind jetzt unterschiedlich besiedelt und sprechen unterschiedliche Dialekte und würden sich niemals unter einen Begriff stellen. Nicht? Aber in der Außenwahrnehmung schaut die Sache halt immer ein bisschen anders aus. Ja, bei der Angebotsentwicklung kann man sich ja auch an solchen Modellen wie der der Dienstleistungskette, der Servicekette orientieren. Ich habe es jetzt einfach mal mitgebracht, weil es von einem Schweizer kommt. Das hat immer heißt, die Österreicher schauen sich das eine oder andere auch von den Schweizern ab. Ja, solche Dinge sind immer auch hilfreich, um eine ganzheitliche Produktentwicklung zu verfolgen, von der praktischen Information bis zur Stammkundenpflege. Letztendlich all diese Aspekte gilt es zu berücksichtigen. Was heißt das jetzt für den Lechweg, diesen Weitwanderweg? Zunächst braucht es die Infrastruktur, es braucht den Weg. Und dieser Weg muss bieten eine möglichst hohe Erlebnisqualität und eine möglichst hohe Wegequalität. Vom Wegeformat her geht es primär darum, naturnahe Pfade zu haben, überwiegend und weniger Forst. Autobahnen durch den Wald und schon gar keine asphaltierten. Ganz eine strenge Trennung zwischen Radweg und Wanderweg. Und für all diese Dinge gibt es auch mittlerweile doch da und dort Qualitätskriterien. Klarerweise, wir haben es uns nicht ganz so einfach gemacht. Wir haben uns eingebildet, wir müssen da was Eigenes entwickeln, zusammen mit der Europäischen Wandervereinigung, weil es ja letztendlich auch ein internationales Produkt ist, über zwei Staaten. Haben wir natürlich auch feststellen müssen, dass es nationale Qualitätskriterien zwar gibt, aber die greifen da nicht wirklich, weil sie einfach unterschiedlich sind in den einzelnen Ländern. Wir haben was Europäisches entwickelt. Euer Österreicher sind ja gute Europäer. Und haben uns mit der, wie gesagt, European Ramblers Association zusammengetan und dem Deutschen Wanderverband und ein europäisches Qualitätszertifizierungssystem entwickelt. Das sind die Leading Quality Trails Best of Europe. Da gibt's, der Lechweg war der erste. Mittlerweile gibt es 6 oder 7 in ganz Europa. Von Deutschland, Luxemburg, Schweden und sonst, in Frankreich sind es glaube ich auch gerade dran. Und wir haben im Zusammenhang mit diesen Leading Quality Trails auch mit dem Müllertal Trail, das ist ein Weitwanderweg in Luxemburg, der ebenfalls zertifiziert ist, auch mittlerweile eine Entwicklungspartnerschaft begründet, wo wir auch im Austausch, im Erfahrungsaustausch Qualitätsmanagement auch weiterentwickeln. Das ist ein transnationales LEADER-Projekt, also wir holen uns da auch jede Menge europäischer Förderungen. Aber es hilft uns natürlich dann auch immer wieder sozusagen im Erfahrungsaustausch weiterzukommen. Bei der Routenführung, bei der Wegeauswahl war es ganz, ganz wichtig zu schauen, dass der Weg nicht langweilig ist, dass er wechselt von der linken Uferseite zur rechten, von flussbegleitend direkt am Wasser bis sozusagen zu einer mittleren Höhenlage, wo man immer wieder auch einen Panoramablick hat auf den Fluss. In Abstimmung mit dem Naturschutz ausgewählte Streckenführung. Ganz, ganz wichtig. Auch bei der Möblierung haben wir geschaut, dass wir natürliche Materialien aus der Region verwenden. Also es gibt eigene Lechwegbänke, Rastplätze, die sind aus Lärchenholz gefertigt. Man braucht sozusagen dann auch entsprechende Markierung und Beschilderung. Das ist also ein ganz elementares Qualitätsmerkmal. Und wichtig ist letztendlich auch, dass man insbesondere bei sensiblen Stellen, also es gibt ja auch Flächen von sehr hoher Sensibilität, Feuchtwiesen, Trockenrassen und das alles sozusagen im Mosaik, dass man da und dort wirklich dann auch entsprechend vorsichtig mit der Natur umgeht und auch da und dort Stege baut, wo es eben auch notwendig ist. So viel zur physischen Infrastruktur. Ganz entscheidend bei touristischen Produkten sind die Leistungsträger natürlich. Die Lechweg-Partnerbetriebe, die Hotellerie, Gastronomie. Wir haben jetzt mittlerweile über 100 Partnerbetriebe, die sich auch nach entsprechenden Kriterien beurteilen lassen müssen.
Sie müssen also praktisch das ganze Haus ein bisschen auf den Wanderer auch ausrichten, müssen sich entsprechend gut auskennen, was den Lechweg betrifft, auch bei der Kulinarik das ein oder andere bieten. Und da sind wir natürlich, und da schließe ich an die Worte meines Vorredners an, immer auch in dem Komplexitätsbereich drinnen, wo man auch zwischen Anspruch, eigenem Anspruch und Pragmatismus immer wieder so hin und her gebeutelt wird, weil man braucht natürlich die Betriebe und man kann aber ihnen nur auf sanften Wege und über ganz, ganz sanften Druck auch immer wieder auch diese Qualitätskriterien aufs Auge drücken oder näher bringen. Das funktioniert manchmal besser, das funktioniert manchmal auch, aber halt mit Entwicklungspotenzial, da ist man natürlich auch ein Stück weit Gefangener des Systems. Ich habe Ihnen da jetzt einen Auszug auch von der lechweg.com, also von der Website des Weges mitgebracht. Da können Sie dann letztendlich auch im Detail nachschauen, wie viele Partnerbetriebe das dann sind und wie die alle zertifiziert sind und so weiter und so fort. Ganz wichtig sind auch die begleiteten Dienstleistungen, wie beim Weitwanderweg klarerweise der Gepäcktransport. Also ohne Gepäcktransport ist ein Weitwanderweg heute zumindest in Europa nicht mehr wettbewerbsfähig. Das müssen Sie anbieten. Wir machen das auch mit einem heimischen Taxiunternehmer. Der bietet also praktisch den Transport des Gepäcks, des Hauptgepäcks von Etappe zu Etappe an. Ist auch wichtig, entsteht auch zusätzliche Wertschöpfung in der Region. Auch da Auszug aus der Website, da ist es also für den Gast ganz genau beschrieben, wie das abläuft und wie man das Ganze buchen kann. Zur Angebotsentwicklung gehört natürlich auch das Informationsmaterial, also von der Website bis zum Serviceheft, wo also alles Wichtige zum Lechweg drinsteht, bis hin zur Literatur. Im Übrigen, das ist ein kleiner Auszug der Literatur, die innerhalb der letzten Jahre entstanden sind. Markteinführung des Lechwegs war 2012. Und innerhalb kürzester Zeit sind jede Menge sozusagen Bücher entstanden. Die Verlage arbeiten meistens nach dem gleichen Geschäftsmodell, also sprich, die Destination muss das Risiko quasi dem Verlag abnehmen, also sprich, da 10.000 Stück abnehmen, ja, und dann sonst nur jede Menge Unterstützung leisten, dann machen sie es vielleicht. Mein Tipp ist aus der Erfahrung mit dem Lechweg, wenn Sie solche verlockenden Angebote bekommen, einfach nur mal das Thema zurückstellen. Wenn das Produkt gut ist, dann kommen Sie von selber und man unterstützt Sie natürlich gern, aber zahlen tut man nichts. Zumal ja, was bringt das? Der Tourismusbüro ist ja keine Buchhandlung. Sie werden also niemals im DVB-Büro 10.000 Stück Lechweg-Wanderführer los. Sowas verkauft sich halt online über die großen Portale beziehungsweise halt direkt im Buchhandel, aber nicht in der Touristinfo. Ja? Also wenn das Produkt gut ist, dann machen Sie das selber. Und sobald das erste Buch heraus ist, kommen die anderen relativ schnell und produzieren ebenfalls. Ja, und das ist jetzt wieder ein Thema, was vor allem den Regionalentwicklern Spaß macht. Es geht also nicht nur um das touristische Produkt im engeren Sinne, sondern wir haben es auch sozusagen in andere Branchen hinausgetragen, insbesondere in die Landwirtschaft, beziehungsweise auch in die Bierproduktion. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Produkten vom Lechwegbier, Lechwegkäse, Lechwegwurst und anderes. Produkte aus der Region, die für Qualität stehen, die im Kontext auch zum Wandern haben, denn wenn man wandert, wird man ja durstig und hungrig und dann muss man halt immer wieder mal auch was essen. Produkte, die auch immer wieder in die Marke einzahlen, also sprich die gleichen Markenaussagen bedienen wie der Lechweg an sich, also Qualität, Genuss und auch diese Regionalität muss dabei immer dabei sein. Das Tolle an der Geschichte ist, das wächst jetzt laufend und es gibt also auch bei den regionalen Produzenten sehr große Begehrlichkeiten, da dabei zu sein. Die müssen aber auch Lizenzgebühr zahlen und damit wird natürlich auch ein Stück weit das Marketing finanziert. Darüber hinaus gibt es Zusatzangebote, Führungen von den Naturparkguides beziehungsweise auch da und dort. Man kann auch im Lech schwimmen, zumindest in einem kurzen Abschnitt, aber das bitte auch noch mit Neopren, also in der Lechschlucht kann man Canyoning machen, dann kommen wir wieder zum naturnahen Tourismus. Ja. Wie sehr braucht es auch dann doch wieder ein Stück weit Adrenalin? Ja. Also die Realität ist dann doch meistens ein bisschen komplexer als die Theorie. Reiseveranstalter sind natürlich ganz zentral, die verkaufen den Lechweg und auch nicht schlecht.
Das Tolle bei den Reiseveranstaltern ist, über die bekommt man auch wieder immer wieder auch direkt Zahlen von den Buchungen. Man kann das sehr gut beobachten, wie sozusagen der Lechweg sich insgesamt als Produkt entwickelt. Kriegt da natürlich sehr viel Feedback, was die Qualität betrifft. Und das Allertollste an der ganzen Geschichte ist auch noch, dass ein Musiker aus der Region, der über die Naturschutzbewegung eigentlich erst einmal seine Karriere begonnen hat, der Toni Knittel mit der Gruppe Blutschink, ich weiß nicht, wer sie kennt oder schon mal was gehört hat davon, Blutschink ist entstanden wirklich in der Auseinandersetzung Kraftwerksbau und Naturschutz, und er hat halt als Einheimischer mit seinen Mitteln gegen die Naturzerstörung angekämpft, nämlich angesungen, er ist halt Musiker, und hat das ein oder andere Lied geschrieben mit seinem Partner, die haben sich mittlerweile getrennt, jetzt singt er zusammen mit seiner Frau. Der Toni Knittel ist in der Region sehr, sehr lang eine Persona non grata gewesen, also ein grüner Spinner. Man hat aber seit doch dann Karriere gemacht in Österreich, zumindest in Süddeutschland kennt man auch, in der Schweiz weiß ich nicht. Und heute ist er das Testimonial der Region und hat sogar ein Lied geschrieben über den Lechweg. Das war 2012 sogar 6 Wochen in der österreichischen Verkaufshitparade. Und überall, wo er auftritt und Konzerte spielt, nimmt er die Region mit, über Bilder, und natürlich nimmt er dann auch den Lechweg mit. Und das ist für mich einfach eine nette Geschichte, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Jetzt kurz zur Mobilität. Der Lechweg funktioniert de facto auch nur über funktionierendes Bussystem. Und wenn man sich jetzt im Detail nochmal, komme ich zurück auf das Projekt Naturzert, welche zentrale Frage steht bei der Mobilität im Mittelpunkt? Es geht also, wie gesagt, um nachhaltige Verkehrsplanung als Kernbestandteil der Strategie. Die Förderung der An- und Abreise mit Bahn und Bus sowie des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs sind in unserer Region besitzt einen hohen Stellenwert. Im Detail sind es die Fragen nach eben nachhaltiger Verkehrsplanung, Erreichbarkeit der Region mit dem öffentlichen Verkehr, öffentlicher Personennahverkehr, Langsamverkehr, wie schaut es diesbezüglich in der Region aus, sanfte Mobilität bei der Angebotsentwicklung bzw. Förderung des Langsamverkehrs. Ich gehe jetzt mal darauf ein, was bedeutet das für den Lechweg. Der Lechweg, wie gesagt, ist eine Etappenwanderung, ein Weitwanderweg von der Quelle bis zum Pfahl, 125 Kilometer. Die Menschen haben das Auto nicht dabei. Im Idealfall steht es zu Hause, sehr oft in der Parkgarage in Lech am Adelberg. Aber wenn sie dann in Füssen ankommen, müssen sie zurück zum Auto. Wenn sie die Etappe abbrechen wollen, weil es regnet, müssen sie irgendwie von A nach B kommen, haben kein eigenes Auto dabei. Also der öffentliche Personennahverkehr, der Busverkehr, ist sozusagen das Rückgrat dieses Produkts. Also ohne Öffis kein Lechweg. Insofern ist es natürlich ganz, ganz zentral für uns, dass es entsprechend guten Linienverkehr gibt. Auch auf der Website, das ist ein Auszug von der Website von der Lechweg.com, wird im Detail beschrieben, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise es gibt spezielle auch Printprodukte, beziehungsweise auch PDFs zum Download, was also praktisch die jeweiligen Busfahrpläne betrifft. Die Busfahrpläne muss der Wanderer dabei haben, entweder als Printprodukt oder sozusagen Busfahrplan gibt es in der Schweiz sowieso, aber mittlerweile auch in Österreich als App, wo man sofort nachschauen kann, wann der nächste Bus kommt. Ups. Und da sind wir, das ist ein ganz zentrales Element auch der Qualitätskriterien im Kontext Mobilität, da sind wir sicher noch ein bisschen am Aufholen, nämlich die autofreie Anreise. Die autofreie Anreise in unserer Region zu pushen ist Teil einer übergeordneten Strategie, nämlich der Fernpassstrategie, weiß nicht, wer die Fernpass-Bundesstraße von Ihnen kennt, ist eine der staureichsten Straßen Österreichs. Da diskutiert man jetzt schon seit ewigen Zeiten, ob Tunnelbau hin oder her eine Lösung sind. Wir versuchen jetzt kurz- und mittelfristige Lösungen zu entwickeln, und da spielt nicht der Tunnel eine Rolle, weil bis der gebaut wird, wenn er denn überhaupt gebaut wird und wenn er denn überhaupt eine Lösung ist des Problems und das Problem vielleicht sogar verstärkt, ist etwas, was sehr, sehr langfristig erst zu betrachten ist. Kurz- und mittelfristig muss es darum gehen, die autofreie Anreise zu pushen. Und da sind wir in Gesprächen mit der Deutschen Bahn und mit der Tirol-Werbung, da in den nächsten Jahren ordentlich Gas zu geben. Da sind wir derzeit sicher noch, sage ich mal, ein bisschen im Aufholen begriffen. So, zum Schluss
noch ein bisschen Futter für die Diskussion. Und da geht es immer wieder bei der Destinationsentwicklung um die Frage der Steuerung. Naturnaher Tourismus bewegt sich klarerweise auch immer wieder auch in dem Spannungsfeld zwischen Innovation, Neupositionierung, ja, und dem Konsens. Und damit auch dem kleinsten gemeinsamen Nenner und damit vielleicht auch wieder der Beliebigkeit. In der Entwicklung braucht man sozusagen immer auch die Innovation. Klarerweise, wenn man die Ideen dann umsetzen will, braucht man wieder den Konsens. Grundsätzlich ist halt immer so, wenn man einen neuen Weg einschlägt, gibt es Gewinner und es gibt Verlierer. Und die Frage stellt sich immer, wie gehe ich mit den Verlierern um? Ja, beziehungsweise welcher Politiker hat wirklich den Mut, welcher Bürgermeister, welcher Touristiker hat den Mut, auch Verlierer in Kauf zu nehmen? Das ist nicht immer ganz einfach, aber der Kollege Urs Wohler, da wird mir da wahrscheinlich ein Stück weit auch recht geben. Ich mache das jetzt mal fest an einem Beispiel. Ja? Und sage jetzt, behaupte jetzt einmal einfach, der beliebteste Gast ist der, der von selber kommt, weil den muss man nicht groß bearbeiten, der ist dann einfach da. Und was glauben Sie, wer ist denn das in unserer Region? Wer fällt denn praktisch wie ein Heuschreckenschwarm über uns herein? Da kommt man von selber, die Schweizer sind es nicht. Aber die werden sehr willkommen. Noch nicht, danke, ja. Die Nudisten sind es auch nicht. Ja. Es sind mittlerweile jeden schönen Sommertag, Frühlingstag, Herbsttag Tausende von Motorradfahrern. Ja. Und es gibt dann so tolle Auswüchse, auch bei der Hotellerie, Beispiel jetzt Hotel Tannenhof in Steeg, gell, der macht da so voll mit naturnahem Tourismus und versucht es auch auf seiner eigenen Website irgendwie in der Grafik und in allem umzusetzen, gell, und dann hier lebe ich auf, ja, was er sagen will mit dem Bild ist, hier drehe ich auf, ja. Und ich meine, das ist für mich der größte Lapsus überhaupt im strategischen Management, was man überhaupt machen kann. Ja. Ich kommuniziere naturnaher Tourismus und gleichzeitig zeige ich zwei Motorradfahrer, die Rennen fahren. Offensichtlich. Die fahren nicht langsam. Ja. Und wir haben jedes Wochenende an bestimmten Abschnitten Tote und Schwerverletzte. Ja. Und das Gedröhne von den Motorrädern hört man bis in die Gipfelregion hinauf. Und da irgendwann muss man sagen, es funktioniert nicht mit dem naturnahen Tourismus, wenn bis in die Gipfelregion hinauf du jede Harley Davidson hörst. Aber wie kann ich sowas verhindern? Ja, schwierig. Aber vielleicht hat ja jemand von Ihnen die glorreiche Idee. Ich nehme sie gerne und dankbar mit nach Hause. Die nächste Frage, wie viel Inszenierung braucht oder wie viel Inszenierung verträgt der naturnahe Tourismus wirklich? Und ich bringe Ihnen jetzt drei Bilder von Inszenierungen am Lechweg. Und da können wir mal ein bisschen diskutieren, ob das jetzt dem Produkt schadet oder dem Produkt auch nützt. Ich behaupte jetzt mal, der Lechweg funktioniert auch ohne diese drei Inszenierungen. Die erste Inszenierung ist übrigens sehr alt schon, geschätzte 140 Jahre. Wenn man diese Inszenierung heute bauen würde, würden Sie nie eine naturschutzrechtliche Bewilligung bekommen, weil es stört das Landschaftsbild. Und steht auf dem Felsen, also no way, ja, das ist eine Inszenierung, das ist Disneyland, zerstörtes Landschaftsbild, würden Sie nie eine Bewilligung bekommen heute, das am meisten fotografierte Bauwerk in Deutschland, ja, wird heimgesucht von 1,5 Millionen Besuchern jedes Jahr und man hat vom Lechweg einen wunderbaren Blick drauf, ja. Schloss Neuschwanstein. Ist auch eine Inszenierung, wenn man so will. Die nächste Inszenierung ist auch sehr alt. Würden Sie heute genauso weniger, man würde sie für verrückt erklären. Also wenn Sie da wirklich bei der Naturschutzbehörde Projekt einreichen zur Bewilligung, würde man Sie wahrscheinlich nächsten Moment mit einer Jacke sozusagen, die man hinten zumacht, abtransportieren. Sie werden es aber nicht glauben, es ist eine Inszenierung. Ein Wasserfall, der in die 20er Jahre von einem englischen Sir Sims in den Felsen gesprengt wurde.
Der Bach würde ganz anders verlaufen. Gell? Ist nicht, liegt am Lechweg, ist wahnsinnig spektakulär. Niemand käme auf die Idee, aber auch das ist eine Inszenierung, die ist nicht natürlich. Die ist jetzt jüngeren Datums und die hat auch uns ein Schweizer Unternehmen gebracht. Ist eine Hängebrücke von Swiss Rope, die längste Österreichs damals. Funktioniert auch hervorragend, also die ist wahnsinnig beliebt bei den Gästen, nicht nur bei den Lechwegwanderern, sondern insgesamt. Und die hat in unserer Region auch Schule gemacht. Das ist die längste Fußgänger-Hängebrücke Österreichs mit 200 Meter Länge und 115 Metern Höhe. Mittlerweile gibt es, und das erspare ich Ihnen, also was Bildmaterial betrifft, mittlerweile gibt es auch die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt im Tibet-Style in unserer Region. Das ist die Highline 179 mit 400 Metern Länge und 110 Metern Höhe. Die ist bei Reute sozusagen auch von Swiss Rope. Ja, auch wie gesagt, wir sind ganz gut beim Inszenieren mit Hilfe, mit Unterstützung unserer Schweizer Freunde. Ja, wie viel Inszenierung braucht oder verträgt der naturnahe Tourismus? Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Ihnen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.